Hi Karl-Heinz, Hi, schön, Sinja. dass wir uns sehen und du auch deine Session vorstellen möchtest. Mal ganz fix in drei Sätzen. Wer bist du und worum geht's in deiner Session? Oh ja, also ich bin der Gründer der Corporate Learning Community und ich habe in dieser Session vor, einfach mal die Erfahrung mit einem Audio-Meeting unterwegs selber zu machen und den anderen zu vermitteln. Und Audio-Meeting unterwegs bedeutet mal ausprobieren, kann man sich eigentlich auch inhaltlich vernünftig unterhalten, wenn man sich bewegt. Und das Thema, über das wir dabei reden, wird sein, wie kann ich dafür sorgen, dass die anderen mich gut verstehen? Also was kann ich für den eigenen guten Ton technisch machen? Und insofern haben wir ein Gesprächsthema und wir versuchen das mal mit zwei verschiedenen Tools zu machen. Einmal fangen wir an mit MS Teams. Das kann man auch gut einstellen, damit man nur Audio übertragen kann und gut übertragen kann. Und das zweite ist ein eigentlich für Podcaster entwickeltes Tool mit einer sehr hohen Sprachqualität oder Übertragungsqualität. Das nennt sich Mixed Rooms und das wollen wir auch mal ausprobieren. Und ich hoffe, dass wir damit, auch wenn wir nebeneinander stehen, wenig Latenz spüren. Und das wollen wir einfach alles mal ausprobieren und uns dann darüber unterhalten, wo kann man das alles überall einsetzen. Ich habe da so ein paar Ideen, aber die anderen vielleicht auch noch. Das klingt ja sehr spannend und auch ein bisschen technisch. Brauchst du das selber für irgendwas oder willst du es einfach mal ausprobieren? Ja, ich stelle mir schon vor, dass wir einerseits die Leute anregen, nicht immer am Schreibtisch zu sitzen, sondern auch Lernevents so gestalten, dass sie draußen stattfinden können. Das heißt, wir wollen uns mal nur aufs Audio konzentrieren. Und das Zweite ist, ganz nebenbei erfahren wir alle damit, worauf es ankommt, von Mikrofonpositionierung bis Art des Mikrofons, wie man es am besten einrichtet, damit die anderen einen gut verstehen. Denn ich glaube, auch da haben wir noch so ein bisschen Nachholbedarf. Und was ich auch noch so sehe, sind so Großveranstaltungen. Also ich stelle mir zum Beispiel mal eine Messe vor und man möchte auf einer Messe mit Leuten sich unterhalten, in einer größeren Zahl. Das ist immer schwierig. Bisher nimmt man dann Mikrofone und Lautsprecher und übertönt immer alle anderen. Und wir könnten genauso gut mal ausprobieren, was wäre denn, wenn alle ihr Handy nehmen und auf einen Link klicken und sich dann praktisch mit dem Headset unterhalten. Und dazu dient insbesondere auch dieser Versuch, ob wir sowas mal hinkriegen. Das klingt ja richtig spannend. Das heißt, braucht man als Teilnehmer was? Müssen wir was mitbringen, damit das funktioniert? Ja, aber nicht viel. Also man muss sein Handy mit haben und auf dem Handy muss man den Zugang zu ein paar mobilen Daten haben. Aber keine Sorge, Audio braucht nicht viele mobile Daten. Audio ist relativ datensparsam und man braucht ein Headset. Und vielleicht sogar, wenn wer mehrere Headsets hat, bringt man zum Ausprobieren mehrere mit, um mal zu sehen, wie unterscheidet sich die Mikrofonqualität, ne? Denn es geht ja immer darum, wie kann ich dafür sorgen, dass die anderen mich gut hören. Und das hängt sehr stark von den verschiedenen Mikrofonqualitäten ab, die in den Headsets eingebaut sind. Oder vielleicht hat man da auch ein paar Lösungen. Alles klar, also sowas wie meine Bluetooth-Kopfhörer. Ja, genau, das ruhig mal probieren, denn Bluetooth merkt man, hat ein paar Nachteile gegenüber dem kabelgebundenen Headset. Aber alles sowas sollten wir einfach mal selber erfahren, mal hören bei den anderen, wie sich's anhört und wo sich's unterscheidet. Super spannend. Dann vielen Dank dir für die Einführung. Und ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Ich bringe meine Bluetooth-Kopfhörer mit. Ja, wunderbar. Also ich freue mich auch auf das ganze Camp, denn dieses Machen, das ist ja etwas, was mir so oft am Herzen liegt. Ich glaube, das müssen wir noch viel mehr verstärken. Auf jeden Fall. Deswegen machen wir das Camp ja auch. Dann bis dahin. Bis Ciao. dahin. Danke. Tschüss, Sinja.